In meinen wildesten Träumen hätte ich mir das nicht vorstellen können. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und die Kinder lieben mich heiß. Und ich sie. Ihr Lieben, Gottes Wege sind viel höher als unsere Wege. Und wenn er irgendwo Nein sagt, dann ist es zu deinem Schutz, zu deiner Geborgenheit. Du kannst vertrauen, auch wenn du sauer bist. Sag, Herr, mögen du es nicht, das habe ich schon oft gesagt. Mögen du es nicht, gebetet habe ich auch nicht dafür, verstehen du es auch nicht, aber danke. Du hast dich verpflichtet, dass alles zum Besten zusammenwirken wird. Das ist jetzt nicht mein Problem, das ist deines. Jetzt bin ich gespannt, was du daraus machst. Amen. Und er hat noch von allem, alles noch nicht ganz alles, aber er hat wirklich alles noch zum Besten gewendet. Amen. Komm mal raus. Komm. Wisst ihr, und Gott schickt mir, die Leute fragen mich, wie findest du denn diese wunderbaren Leute? Sag ich, ich finde gar keinen, die finden mich. Das ist wieder so ein Fund. Halleluja. Schon jahrelang träume ich davon, eine tolle Schwimmlehrerin zu haben in unserem, wisst ihr, wie Gott mir gesagt hat, ich soll ein Schwimmbad bauen, sind meine Mitarbeiter heulend zu mir gekommen, das kannst du nicht machen. Wir können alle nicht schwimmen. Wenn uns jemand nicht mag, haut er uns da rein und wir sind weg. Habe ich gesagt, wisst ihr was? Ihr lernt schwimmen. Gott hat gesprochen, das Geld ist da, der Plan entsteht. Alles ist schon fertig, wir bauen das Schwimmbad. Ich gebe auf Schwimmstunden von 10 Uhr abends bis 11 Uhr, damit keiner euch sieht. 3 sind gekommen von den Hunderten. Jetzt habe ich hier eine professionelle Schwimmlehrerin, die mich gefragt hat, ob sie kommen darf. Sogar Rettungsschwimmen will sie uns lernen. Ich freue mich. Danke, Maria. Halleluja! Für Gott ist nichts unmöglich. Ich habe mir so gewünscht, als wenn alle schwimmen lernen. Amen. Danke, du Schatz. Danke. Wisst ihr, Gott ist so gut. Und er sieht all diese Dinge. Meine Tochter reitet so gerne. Jetzt will ein Europäer eine Pferdegestüt nach Afrika bringen. Ich soll ihm das Land suchen. Dann hat er gesagt, und du und deine Tochter können immer reiten. Du kannst auch mitreiten. Halleluja! Wie wichtig ist es, dass ich jetzt reiten kann in Afrika. So ein Blödsinn. Aber für Gott, der sagt, was hat sie da gesagt? Reiten täten sie gerne. Wo ist da einer? Wo kann ich da einen beauftragen in Europa, dass er ein ganzes Pferdegestüt hinunterlebt? Wisst ihr, das sind Sachen, da kannst du nur mit den Ohrwäscheln schlackern. Und sagen, lieber Gott, was lässt du dir als nächstes einfallen? Amen. Gott liebt uns. Und ein Vater, der seine Kinder liebt, will die Wünsche, die gut sind für die Kinder, erfüllen. Amen. Und für den ist nichts zu groß. Ein guter Vater liest die Wünsche von den Augen der Kinder. Aber wisst ihr, mein Sohn, den habe ich erst bekommen, wie er schon 18 war. Weil sein Zwillingsbruder, der kam zu mir mit 14, das waren Straßenkinder. Und der hat sich schon als junger Bub, also die waren Zwillinge, die haben schon mit 3 Jahren Wasser geholt, damit sie ein Essen bekommen. Die waren mit 6 Jahren so mächtig miteinander, dass sie sich trennen mussten. So waren die powerful. Wisst ihr, diese Menschen, die schon so klein überleben müssen, die haben eine Kraft. Das sind Überlebenskünstler. Wir haben jetzt eine Fußballakademie angefangen. Wisst ihr, beim letzten Fußball-Weltmeisterschaft habe ich verkündigt, Afrika hat gewonnen. Sagen sie, was spielst du? Frankreich hat gewonnen. Sage, wir hatten die Tore geschossen. Alles Afrikaner. Und die haben sich so unter den Nagel gerissen. Amen. Und jetzt bilden wir unsere eigenen Afrikaner aus. Und jetzt mit dem Lockup, jeden Nachmittag haben die Training. Und der Trainer sagt zu mir, weißt du, die reichsten Schulen im Land haben Fußballakademien, aber wir können nichts anfangen mit den Kindern, das sind verhätschelt.
Die lassen sich nicht fordern, aber du hast Straßenkinder. Die haben Ampf. Da bringen wir die Richtigen heraus. Amen. Halleluja. Ich habe jetzt eine Künstlerschule begonnen. Junge Burschen, begabt, talentiert. Ich habe gesagt, die dürfen das ganze Werk dürfen sie verschönern. Das machen sie auch. Ihr werdet staunen, wenn ihr kommt. Wir müssen alles fördern. Reich Gottes muss blühen. Ich habe, vor einigen Jahren haben wir eine Modenschau bei uns gemacht, in unserer großen Halle. Die besten Modendesigner von Afrika haben da mitgemacht. Ich sag's euch. Aber leider sind die alle abgefahren wieder mit den Kleidern. Ich habe kein einziges kaufen können. Und keiner konnte was kaufen. Jetzt kommt jemand zu mir aus Südafrika und sagt, Maria, wie wäre es, wenn wir jedes Jahr von den besten Designern eine Modeschau bei euch haben und gleichzeitig ein Haus bauen, wo alle diese Designers ein Stockwerk haben, wo sie dann Kleider nähen können und wir laden ein die ganzen Leute von den Botschaften in Uganda, die ihr Geld haben. Und die können sich dann ihre Kleider machen lassen hier. Amen. Hast du ein Foto gemacht? Ha? Ein komisches. Hast du ein komisches Foto gemacht? Löschen. Okay. Wisst ihr, diese Ideen? Aber jetzt muss ich euch noch was sagen, das hat mich sehr erheitert. Vor einiger Zeit haben Deutsche uns gesucht. Und ich habe ihnen gesagt, Vision für Afrika. Jeder kennt uns in der ganzen Gegend. Ja? Und dann haben sie uns nicht gefunden, weil es gibt keine Straßenbezeichnungen. Ja? Und dann haben sie gefragt, wo ist Vision für Afrika? Haben alle gesagt, ah, das ist der Dienst für die Armen. Ja? Und dann sind sie immer wieder bei uns gelandet und sagen, das kann es nicht sein, das ist zu schön, wir müssen zu den Armen. Bis sie dann fünfmal zu uns geleitet wurden und gesagt haben, ja, das stimmt was nicht. Die sagen, das ist der Dienst zu den Armen, schon wenn das alles schön ist. Da. Dann habe ich gesagt, das hätte jetzt sollen sehen, wie die gekommen sind. Da waren sie arm. Aber die lassen sie doch nicht arm. Amen. Zur Ehre Gottes. Unseren Kindern geht es fantastisch. Aber wir trainieren sie sehr in Dankbarkeit. Dass sie auch geben lernen. Amen. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir den Himmel herunterreißen, wo immer wir sind. Und da habt ihr auch in Deutschland genug Gelegenheiten. Die Moslems sollten euch sehen und sagen, die Lebensqualität von denen, die haben wir nicht. Ich habe euch das schon erzählt von den Moslems, die zu mir kommen bei Nacht und Nebel. Er hat zu mir gesagt, er wird mich sehr verwenden unter den Moslems. Ich sage, bitte langsam, Herr. In der Regierung sage ich, bitte noch langsamer. Und dann hat er gesagt, und ich werde dich verwenden in der Versöhnung von Afrika. Und ich sage, jetzt habe ich vom Teufel gehört. Das gibt es nicht, dass ich verwendet werde in der Versöhnung von Afrika. Und dann habe ich gesagt, aber Herr, ich schreibe es mal auf und schreibe das Datum dazu, im Falle, dass das du warst. Werden wir sehen. Kurz danach, habe ich es wirklich nicht erzählt. Also ich tue sehr gern garteln, aber meine Leute lassen mich nie, weil sie glauben, sie machen es zu wenig gut. Ja? Jetzt muss ich immer schauen, wenn sie beim Seminar sind oder was, dann kaufe ich schon die Bäume und Büsche, weil ich möchte auch mal sagen, den Baum habe ich gepflanzt. Ja? Und da waren sie weg. Ich gebottelt wie nicht gescheit, verschwitzt, dreckig war ich, kommt ein riesiger Schlitten daher. Der Gebetsberg ist sehr schwer zu finden. Steigt ein hoher Moslem aus. Sagt, kommt er zu mir, sagt der Mama Maria, ich war nicht sicher, ob ich der Gärtner bin oder die Mama Maria. Sag ich, ja. Sagt er, sind wir alleine hier? Sag ich, ja. Können wir ins Haus gehen? Habe ich noch zaghafter, ja, gesagt. Habe mich aber auf die Terrasse gesetzt, damit mich jeder schreien hört, obwohl keiner rum war. Ja. Aber auf jeden Fall, er hat eine gute Ausstrahlung gehabt. Wenn mich hingesetzt, er hat schon die Hände gewaschen. Dann habe ich gesagt, was gibt mir die Ehre ihres Besuches? Ich will deinem Gott dienen. Sag ich, wie bitte? Du bist doch Moslem. Ja. Wer ist mein Gott? Jesus Christus. So, wie kommst du auf die Idee, dass du Jesus Christus dienen willst? Sagt er, wir, nicht ich. Wir haben dich jetzt jahrelang beobachtet. Dein Gott ist stärker. Dein Gott ist liebevoller. Dein Gott hat mehr Autorität als unser Gott. Wir wollen diesem Gott dienen. Ich bin nicht der Letzte, der kommt. Das war ein hoher Moslem. Dann habe ich gesagt, ja, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Sag er, das glaubst du. Und ich empfange jetzt aufgrund deines Glaubens, empfange ich ihn. Amen. So habe ich schon viele Juden zu Jesus gehört. Und dann habe ich, in das Gebet lege ich alles. Ich sage es euch,
Da bete ich 10 Minuten mindestens. Und die wiederholen alles. Die beten nach mit einer Inbrunst. Wisst ihr, wir brauchen das Feuer von den Moslems. Die brauchen unsere Liebe. Und dann fängt jeder Moslem an zu weinen. Oh, das wird so heiß, das wird so heiß. Sag ich, lass es einziehen. Das ist Leben und Liebe. Die haben keinerlei Liebesbeziehung zu ihrem Gott. Aber bei Jesus finden sie es. Amen. Ja. Dann haben wir eine interreligiöse Konferenz gehabt. Habe ich das erzählt? Auch nicht. Da habe ich gedacht, komisch, in unserem Hotel, ja, interreligiöse Konferenz. Plötzlich werde ich gerufen. Der Mufti war auch da, der höchste Moslem. Der wollte wissen, wer dieses Werk geschaffen hat. Dann haben sie mich gebracht. Dann hat er gefragt, und wer sind Sie? Dann hat er gesagt, ich warte auf den Gründer dieses Werkes. Sage ich, ja, das ist der liebe Gott, aber ich bin der kleine Untergründer. Sagt er, der war enttäuscht, der hat sich einen tollen Kerl erwartet mit Krawatte und Anzug. Und da kommt das kleine Weiberle daher. Ach so, hat er gesagt, Sie sind das. Hat er mir einmal gelobt. Dann habe ich gesagt, Mufti, außerdem habe ich eine Botschaft für Sie. Ich bin der bessere Moslem wie Sie. Was? Ja, ich bin der bessere Moslem wie Sie. Ja, wieso das? Habe ich gesagt, ja, ich habe getan, was der Prophet Mohammed getan hat. Was hat denn der getan? Ich sage, kennen Sie das Buch Hadith? Das ist das Buch, next zum Koran, wo alle Aussagen von Mohammed drinnen sind. Sag ich, das kennt er. Da drinnen steht, der Prophet Mohammed spricht, ich habe meine Seele anvertraut in die Hände des Sohnes der Miriam. Wer ist das? Sagt er, Jesus. Jesus. Jawohl, habe ich gesagt, Mufti, das habe ich gemacht. Sie haben noch einen langen Weg. Bye-bye. Jetzt will er mich unbedingt sehen. In der höchsten, in der größten Moschee in Uganda. Ja, ich habe es immer wenn er mich sieht, sagt er, wann kommst du? Ein sehr freundlicher Mann. Da dürfen normalerweise keine Frauen hinein. Jetzt habe ich gebetet, dass Gott mir einen heißen Muslim schenkt, der mit mir geht, der jetzt ein heißer Christ ist. Ich weiß nicht, ob ihr von dem Apostel Molinde gehört habt. Nicht der Molinde, der John Molinde, sondern Umar Molinde. Ein ehemaliger Muslim, der wirklich eine radikale Bekehrung hatte zu Jesus. Und dann haben die Moslem ihm Säure ins Gesicht geworfen. Hab's gehört von dem? Total entstellt. Dann haben sie sofort nach Israel geflogen. Dort wurde er zusammengeflickt. Der ist heute, der gibt den Christen in Uganda immer wieder einen Tritt in den Hintern, dass sie aufstehen sollen und bekennen sollen, wisst ihr? Ein wunderbarer Mann. Und da fällt mir, und ich durch diese Ehrendoktorate, die ich gekriegt habe, bin ich da in einem Team drinnen, wo ich immer wieder Botschaften kriege von denen, der ist auch drinnen. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre der Mann, mit mir zum Mufti zu gehen. Ja. Da habe ich ihm nur geschrieben, ich hätte eine Bitte an ihn und ich würde ihn gerne treffen. Und nur Mama Maria von Vision für Afrika. Schreibt er zurück, ja, Mama Maria. Auf meinen Missionsreisen in Finnland, in Nordirland, in London, in Amerika habe ich schon viel von dir gehört. Sag ich, was? Meint er die richtige Person? Aber ich habe in diesen Nationen schon gepredigt. In Finnland habe ich eine große Frauenkonferenz gehabt vor vielen Jahren. Aber dass die sich an mich erinnern. Gerne treffe ich dich. Was immer du möchtest, ich bin bereit. Dienst. Ich habe gesagt, ich brauche einen Dienst mit dir. Jetzt, wenn der kommt, ihr Lieben, gehe ich mit dem zum Mufti. Der wird ihm die Wadelfiere richten. Halleluja. Der hat keinerlei Angst. Keinerlei Angst. Der hat schon dem Tod in die Augen geschaut. Der ist bereit, für Jesus zu sterben. Und der Mufti ist hungrig. Der ist, wisst ihr, die Christen, und wir haben einen Präsidenten, der wirklich weise ist. Der sagt uns dauernd, ihr Lieben, ich bin der Präsident für alle. Ich kann nicht nur einer Gruppe dienen. Ich möchte, dass alle in unserem Land in Frieden leben. Aber wer nicht in Frieden leben will, soll abhauen. Aber wenn er in Frieden leben will, kann er bei uns bleiben. Amen. Und so ist keine Feindschaft da. Wir leben in großer Harmonie miteinander. Wir schätzen einander. Wir ehren einander. Amen. So, wisst ihr, Gott hat Pläne mit euch, die könnt ihr euch nicht vorstellen. So viel größer und so viel mit mehr Einfluss, als ihr euch je hättet ausdenken können. Gut. Dann, im hohen Norden, wo immer wir neu von Gott hingeschickt werden,
rufe ich die ganze Leiterschaft zusammen, die politische, die geistliche, die lokale, und sage ihnen, ihr Lieben, wir sind heiße Nachfolger von Jesus Christus. Er gibt uns Freiheit, bei euch Entwicklung zu bringen, aber nur, wenn ihr uns einladet. Wenn ihr uns einladet, haben wir vom Herrn den Auftrag, das zu euch zu machen. Wenn ihr uns nicht einladet, kommen wir nicht und lieben euch trotzdem. Und da waren wir im hohen Norden, hat Gott mich in den hohen Norden geschickt, in Karamoja, wo eigentlich 7 Millionen Nachkommen wohnen von König Salomon und der Queen Sheba. Also Juden mit jüdischem DNA. Sie sind auch stappern wie die Juden, also Bocki. Aber das waren Nomaden bis jetzt. Und jetzt sind sie sesshaft geworden. Da hat Gott mich hingerufen. Übrigens, die haben mir einen Namen gegeben. Die haben sich sofort im Clan aufgenommen. Ich heiße Nakiru. Das heißt Regen und Segen. Da oben hat es nie geregnet, aber wenn ich komme, schüttet es, was es heute Zeug hält. Die haben eine Gaudi. Manchmal haben sie mir schon geschrieben, bitte nimm mir so viel Gebet. Wir haben schon zu viel Regen. Ein Gebiet, wo es nie geregnet hat. Es war trocken bis zum geht nicht mehr. Und jetzt regnet es wie nicht gescheit. So, jetzt habe ich eine Erscheinung, eine Alterserscheinung. Wo war ich jetzt gerade? Was habe ich gerade erzählt? Ich habe einen Faden verloren. Ja, im hohen Norden. Aber was ich euch da sagen wollte, weiß ich nicht. Ah ja, und da habe ich diese Gruppe beisammen gehabt und habe mir gedacht, da nehme ich ihnen einen ganzen Kopf voll mit meinen Büchern mit, die auf Englisch sind, damit sie wissen, was jetzt zu ihnen kommt. Dann habe ich den Tisch da gehabt, da waren ca. 100 Leute. Dann habe ich gesagt, ihr Lieben, nehmt die Bücher mit, lest alles, damit ihr wisst, wer wir sind. Die Bücher waren weg im Nu. Wie ich das nächste Mal hinaufkomme, kommt ein fescher, großer Kerl auf mich zu und sagt, Mama Maria, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich sehr gut. Ich habe alle deine Bücher gelesen. Ich bin Moslem. Die gefallen mir sehr gut. Jetzt lese ich sie in der Moschee. Habe ich gesagt, Herr, Moslems abgehackt, das machst du eh selber. Amen. Das ist erledigt. Aber ich habe so einen guten Ruf unter den Moslems. Die lieben mich heiß, wenn ihr mir was antut, habt sie Moslems am Knack. Hat ein Bayer, weißt du, wenn ich Land kaufe, dann ist es 10-mal so teuer, als wenn die Afrikaner kommen. Ja, habe ich gelernt. Schicke ich immer die Afrikaner voraus, ja, um das alle zu erkunden und den Preis festzulegen. Wenn es zum Zahlen kommt, komme ich, ja. Da schauen sie immer dumm, ja, weiße, ja, hätte man können viel mehr verlangen, ja, nichts. Und dann war das ein großes Land, das wir kaufen wollten. Dann sagt, das waren Moslems, dann sagt der Moslem, wen vertrittst denn du eigentlich? Sagt er, Vision für Afrika. Sagt er, Mama Maria? Sagt er, ja. Dann kriegst du das Land um die Hälfte. Wir nehmen auch arme Moslemskinder auf, aber sie müssen alle unterschreiben, dass die Kinder im christlichen Glauben erzogen werden. Keiner wird gezwungen zu konvertieren, aber unsere ganzen Paten sind Christen und die möchten, dass ihre Kinder den christlichen Glauben kennenlernen. Und wir taufen der Reihe nach. Aber wisst ihr, was ich mache? Jedes Kind, das ich taufen lassen möchte, gehe ich zu den Verantwortlichen. Das sind meistens also Guardians, wie sagt man da bei uns? Also nicht, weil es sind ja Waisen. Bitte? Vormünder? Und sage, ja, ihr Kind möchte sich taufen lassen. Ist natürlich für uns eine große Freude, dass ihr Kind erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und der Erlöser dieser Welt. Das kann nur der Heilige Geist machen. Aber wir werden es nicht taufen. Außer sie geben die Erlaubnis, weil das Kind ist unter ihrer Autorität. Und das respektieren wir. Noch hat jeder gesagt, wann ist das Datum? Ich warte schon. Kein einziger hat sich verweigert. Und dann habe ich gesagt, und dann kommt ihr alle zur Taufe, okay? Und ihr werdet das Kind segnen. Weil sonst wollen wir keine Verfolgung haben, ja? Das Kind muss gesegnet und aufgenommen werden. Und dann schenken wir jedem eine Bibel bei der Taufe und erzählen ihnen von Jesus. Ihr Lieben, wir evangelisieren. Ich habe eine Blindenschule, eine große Blindenschule. Und die sind heiß mit Jesus, okay? Und wisst ihr, leider ist in diesen Ländern oft der Fall, oft der Fall, dass sie die Behinderten verstecken. Das ist eine Schande. Da sagt man, da war Hexerei, verstehst du sowas? Und das ist eine Schande. Jetzt verstecken sie die Blinden, die Lahmen, die sie kriegt man kaum zu sehen. Und wir fördern sie, ja? Wir haben große Blindenschule. Haben auch eine große Kirche gebaut, da steht groß drauf, we love you because you loved us first. Ja.
Bei der Einweihung war die halbe Kirche voll mit Moslems. Die haben Zeugnis gegeben. Und einer dieser Moslems in diesem Ort, weil der hat eine Schule gebaut, aber nur die Wände und ein Dach, weder Türe noch Fenster noch am Boden. Und da wollte er ein Prüfungszentrum werden. Und wir sind es geworden. Jetzt hat er überall verkündet, dass wir Schwarzgelder bezahlt haben. Wir haben sie bestochen, ja. Und der höchste Moslem hört es und holt den Knaben. Sagt er, du, mit dem hörst du auf. Die bestechen niemanden. Das sind unsere Freunde. Und die haben, wisst ihr, in dem ganzen Gebiet war keine einzige Toilette, was man zuerst einmal gebaut hat, waren Toiletten. Wir müssen schauen, wo du hinsteigst, damit du nicht ausrutscht. War furchtbar. Da sind sie sehr dankbar. Jetzt haben sie Toiletten mit Solar. Amen. Und bei der Einweihung dieser Kirche, ich bin da gesessen und da drüben ist ein anderer gesessen, sagen meine Mitarbeiter, das ist der da drüben, der uns da verscherzen wollte. Dann habe ich gesagt, Herr, was soll ich machen? Sagt er, knack ihn mit meiner Liebe. Halleluja. Bin ich nachher hinüber zu ihm und habe gesagt, Bruder, ist ja scheinheilig ein bisschen, okay. Habe ich gesagt, lieber Bruder, ich habe gehört, du hast eine Schule, hast du irgendwelche Bedürfnisse? Jetzt kommt dann gleich Weihnachten, vielleicht möchte dich Jesus beschenken, ja. Da nehme ich den Mund schon voll mit Jesus, okay? Der soll wissen, wer die Quelle ist. Dann hat er mal eine Liste gegeben. So lang, ja. Dann habe ich gesagt, Herr, was soll man als erstes machen? Dann sagt er, Schulbänke. Dann haben wir ihm 50 Schulbänke mit je 3 Kindern für 150 Kinder geschenkt. Und wie wir es geschenkt haben, haben wir ein Treffen gehabt in unserer eigenen Schule. Der Schulleiter hat Kaffee und Kuchen gehabt und wir sitzen da beieinander. Der bringt einige Moslems und ich bin mit dem Schulleiter dort, ja. Und die sagen dauernd, Halleluja, Halleluja, Amen. Die Moslems. Dann habe ich nach einer Zeit gesagt, Moment, bin ich hier schon in der richtigen Gruppe? Halleluja, Mama. Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich machen? Ich sage, schenke Ihnen noch einmal 100. Dann habe ich gesagt, okay, ihr seid schon auf der richtigen Spur, noch einmal 100 Bänke. Mann, waren die begeistert. Seither sind sie meine Freunde. Amen. Wisst ihr, wir sollen die Welt mit der Liebe Gottes knacken. Aber mit der Liebe Gottes, okay? Nicht scheinheilig, nicht was tun, damit man was kriegt, sondern damit sie die Liebe spüren. Amen. Und wisst ihr, Gott hat das Missionsfeld nach Europa gebracht. Was machen wir mit denen? Erkennen die Jesus in uns? Laden wir sie ein in unsere Häuser? Reden wir mit ihnen? Helfen wir ihnen? Öffnen wir uns ihnen, ihr Lieben, wenn wir das Missionsfeld verpassen, da kommt Rache, da kommt etwas, da haben wir Riesiges versäumt. Die hat Gott hierher geschickt, damit wir sie zu Jesus bringen. Aber nicht mit Materialismus, sondern mit Geistlichem, mit Gebet. Gott hat Mächtiges vor mit euch. Aber ich möchte jetzt, dass ihr heute, wisst ihr, es geht um die erste Liebe. Was ist dir am wichtigsten in deinem Leben? Was sind deine Ziele in deinem Leben? Was möchtest du mal haben, was sie bei deinem Begräbnis sagen? Was ist das Ziel, das Gott tun darf mit deinem Leben? Solange du noch selber am Ruder sitzt, wird alles verbrennen. Aber wenn du mal erlaubst, Jesus im Zentrum deines Herzens zu sein und sagen, Herr, hier bin ich, mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, reduziere mich auf null. Du wirst staunen, wie viel da auf null reduziert werden muss. Einmal hat der Herr mich gefragt, Maria, wie wäre es mit, wenn ich dich nie mehr in einem Leben verwenden würde? Würdest du mich trotzdem lieben? Dann habe ich gesagt, da kannst du mich gleich heimnehmen. Dann habe ich keine Berechtigung hier mehr. Sagt er, aha, der Dienst ist dir wichtiger geworden als die Beziehung zu mir. Götzen können sehr religiös werden, bevor sie sterben. Einmal wisst ihr, ich war in Österreich und bitte, das dürft ihr Deutschen nicht sagen, ihr macht oft blöde Witze über uns, okay? Über Österreicher. Aber ich muss sagen, ich habe als junges Mensch sehr gelitten über das kleinkarierte Österreich, ja?
Und ich war Lehrerin, habe viele Urlaube gehabt und bin große Reisen gegangen auf die Welt. Die Leute haben geglaubt, ich bin sehr unternehmungslustig. Dabei war ich ein Flüchtling. Ich wollte diesem engkarierten Denken hier flüchten und die Welt ein bisschen schmecken. Ja? Dann fragt mich der Herr, ich war in Amerika, bist du bereit, das Reisen aufzugeben für mich? Dann habe ich gesagt, da mache ich ja nichts Schlechtes. Kannst ja immer mitfahren, Herr. Dann habe ich gesagt, ja, ich könnte ja nach Israel fahren und Missionare besuchen. Jetzt sind wir religiös, okay? Sagt der Herr, habe ich dich auch nicht gefragt. Bist du bereit, das Reisen aufzugeben für mich? Und plötzlich kam mir, das ist ein Götze. Wisst ihr, andere flüchten sich in den Alkohol, in die Süßigkeiten, in was ich was alles, um zu flüchten. Und ich bin geflüchtet in große Reisen, war interessant für die Leute. Die haben sich gelangweilt mit meinen Dias. Aber keiner hat gesagt, hör doch auf bitte. Du hast nachher stundenlang mit Dias gezeigt. Furchtbar. Das ist alles so verblödet. Und dann habe ich gespürt, Gott legt seinen Finger auf einen Götzen, der mir das ganze Geld frisst und auch meine ganze Zeit. Und ich nur flüchte. Weil wenn mir schlecht gegangen ist, habe ich nicht gesagt, Jesus, komm und hilf mir. Ich habe gesagt, wie lange ist es zu meiner nächsten Reise? 3 Wochen, das halte ich nur durch. Meine Reisen waren mein Götze. Schaut gut aus, oder? Und dann habe ich gesagt, okay, und wenn ich nie mehr eine Reise in meiner Welt mache, in meinem Leben mache, ich bleibe sitzen, wo ich bin, wenn du möchtest, dass Menschen mich besuchen, dann musst du sie bringen, ich gehe nirgends mehr hin, außer du führst mich. Und ein Friede kam in mein Herz. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war getrieben. Das ganze Jahr habe ich schon Pläne gemacht, wo ich die nächste Reise hinmache. Hat ganze Geld gefressen. Und wisst ihr was? Einige Wochen danach fahre ich im Auto und höre laut die Stimme, Maria, du wirst die ganze Welt sehen. Sage ich, wow, kein schlechter Tausch. Und jetzt wird jede Reise bezahlt. Und ich bin permanent im Urlaub. Permanent. Ich brauche keinen Urlaub. Ich ruhe in den Armen Jesu. Amen. Das ist, wisst ihr, wenn man dauernd Stress und dann Urlaub, das ist doch kein christliches Leben. Nach dem Urlaub haben sie den gleichen Stress und dann kommen sie wieder heim gestresst. Ich bin ungestresst. Amen. I'm too blessed to be stressed. Amen. Okay? Und Gott möchte, und da bete ich jetzt, dass Gott seinen Finger, wisst ihr, jahrelang war auch Kinder mein Götze. Ich habe geglaubt, ich bin nicht lebensberechtigt, wenn ich einen Haufen Kinder habe. Und da hat Gott mich total auf den Nullpunkt gebracht. Ich habe gewusst, ich bin geliebt und liebenswert, auch wenn ich keine Kinder habe. Aber dann war noch etwas. Ich bin sehr viel in den Gefängnissen in Uganda. Das hat mir der Erzbischof von Uganda übertragen, die Gefängnisse von Uganda. Sind Reha-Stationen. Und am liebsten bin ich bei den Todeskandidaten. Und die brauchst nicht überzeugen, dass sie Sünder sind. Ja, die wissen das. Und dann haben sie erfahren, dass ich noch nie ein Kind geboren habe. Und das ist für einen Afrikaner. Eine Frau muss gebären. Und dann sind sie am Ende meines Vortrags sind sie vorgekommen und haben gesagt, Mama Maria, wir haben erfahren, dass du noch nie ein Kind geboren hast. Aber heute wollen wir dir die Gewissheit geben, wir sind alles deine Söhne. Dann habe ich gesagt, Herr, du hast Humor, die Verbrecher von Uganda sind meine Söhne. Da waren 470 Todeskandidaten. Und ich habe prophezeit, dass sie nur in der Hochschule, in der Universität des Heiligen Geistes sind und dass sie vorbereitet werden als Prediger für draußen. Ha, die haben mich abgeführt, ihr Lieben, zum Höchsten und gesagt, wenn du noch einmal sowas sagst, die sind hier, um zu sterben, entweder des natürlichen Todes oder hängen. Du gibst falsche Hoffnungen. Ich habe gesagt, Entschuldigung, aber ich war selber überrascht, wie das aus meinem Mund gekommen ist. Gebt mir Zeit. Und ihr werdet erkennen, ob ich eine echte Prophetin bin. Heute, 12 Jahre danach, sind noch um die 70 Todeskandidaten dort. Alle anderen entweder freigelassen oder umgewandelt in lebenslänglich. Amen. So, ihr Lieben, Gott hat einen fantastischen Plan für dich, aber pfusch ihm nicht dauernd rein und lass mal alles los. Lege mal alles auf den Altar Gottes. Und dann wirst du sehen, wie er für dich Pläne hat, die dich weit überraschen.
und wo er letztendlich genau das dir geben will, wo du die Herzenswünsche hattest. Aber anders, als wie du das vorgestellt hast. Besser. Amen. Könnt ihr mich hören? Ja. Wer spürt, da ist noch eine Blockade bei mir. Ich sage noch, wenn du das tust, Herr, dann. Deine Wenn kannst du vergessen. Hast du eine Blockade? Ja. Ihr Lieben, diese Blockade, legt sie auf den Altar. Das heißt, ich misstraue Gott. Ich mache ihm Vorschriften, wie er es machen soll. Der braucht keine Vorschriften. Nein, okay? Bruder, ich liebe dich. Au, au, au. Mit der Liebe Jesu, aber der ist nicht so hart. Okay, wer spürt, da ist eine Blockade bei mir. Da ist noch etwas. Amen, seid ehrlich. Auch Ängste. Ängste sind ja das Schlimmste, was uns bremst im Leben. Amen. Das möchte der Herr dich freimachen. Bist du bereit, loszulassen? Auch die Gefahr hin, dass du nicht mehr weißt, was los ist. Aber er weiß es. Er weiß es. Und er wird dich führen auf sicherem Pfade. Amen. Und ist dir Gott, aber wir können eigentlich erst richtig loslassen, wenn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt. Vorher haben wir Probleme. Und da habe ich mich sehr gewundert, weil es tut mir leid, aber ich brauche halt so lange. Noch einmal ein bisschen Zeit, ist okay? So, hört einmal. Das sagt der Herr in Johannes 14, 18. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Da hat er zu den Jüngern gesprochen, die haben alle Eltern gehabt. Und er spricht von Verweisung. In diesem Vers spricht Jesus zu seinen Jüngern und die meisten dieser Jünger hatten Eltern. Sie sind als Waisen, sie sind nicht als Waisen aufgewachsen. Und doch sagt er, ich will euch nicht verwaist, also ohne Trost, ungeschützt und verloren, heimatlos, hilflos, einsam zurücklassen. Warum spricht Jesus so zu seinen Jüngern? Jeder, der nicht die tiefe Liebesbeziehung zum Vater entdeckt hat, fühlt sich im Herzen als Waisenkind. Man hat den Eindruck, man könnte sich auf niemanden verlassen, außer auf sich selbst. Man entwickelt alle möglichen Überlebensstrategien, um sich zu verteidigen, beschützen, versorgen, über Wasser zu halten. Ein Waisenkind hat immer den Eindruck, es sei niemand da, der für sie sorgt. Es hat kein wirkliches Zuhause. Selbst wenn es ein schönes Haus besitzt, fühlt es sich heimatlos, ohne wirkliche Zugehörigkeit. Es weiß nicht, wer es wirklich ist. Es ist immer auf der Suche nach seinen Wurzeln, seiner wahren Identität. Seine Talente und Leistungen werden zu seinem Lebensfundament. Was wir leisten oder nicht leisten, was wir besitzen oder nicht besitzen, zu wem wir gehören oder nicht gehören, bestimmt unsere Identität in diesen Fällen. Das ist alles falsches Lebensfundament. Das sind zusätzliche Draufgaben in unserem Leben, aber nicht das Fundament. Jesus ist die Tür zum Vater und nur er kann deine Lebensrealität grundlegend verändern. Er alleine kann deine Heimatlosigkeit in Geborgenheit verwandeln. Und genau aus diesem Grund sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ja, gibt es da etwas in deinem Herzen, wo du spürst, ich habe noch einen Waisengeist. Ich muss selber dafür sorgen. Viele, viele. Und da gibt es keine Durchbrüche. Da kannst du nicht loslassen. Wisst ihr, mein Sohn, der hier gesungen hat? Ach, ich bin hier verzweifelt mit dem Kerl. Ein Materialist, wo die Haut ihn berührt hat. Raff, raff. Hat er 7 Autos. Die hat er natürlich sehr günstig gekauft. Er ist ein ganz tüchtiger Geschäftsmann. Sag ihm, wie viel Auto kannst du fahren? Was brauchst du 7 Autos? Die Leute glauben, ich habe sie gekauft. Kein einziges habe ich gekauft. Ich sage, ein Fahrrad kriegst du von mir, aber kein Auto. Und dann, aber ich habe gebetet, dass Gott mir
hilft, meine Kinder auf eigene Beine zu bringen, außerhalb des Werkes. Dann konnte ich eine Konkursmasse kaufen, sehr gut. Land und halbfertige Häuser, das hat er wunderschön ausgebaut. Hat eine entzückende Frau, ein liebes Kind. Jetzt kam er zu mir vor 2 Monaten und ich habe gebetet. Herr, bring ihn an die Grenzen. Kommt er, sagt er, Mama, heute muss ich mit dir reden. Sag ich, und das wäre? Sagt er, Mama, ich habe jetzt, ja, seit ich lebe, habe ich geglaubt, wenn ich Autos habe, ein schönes Haus, eine Frau, ein Kind und er hat noch einen großen Betrieb, dann bin ich erfüllt. Er sagt, Mama, ich bin leerer denn je. Sag ich, Halleluja. Halleluja. Sagt er, Mama, das ist es nicht. Sag ich, das habe ich immer gewusst. Aber das ist ja nicht gehört. Jetzt verkauft er ein Auto nach dem anderen. Und jetzt hat Gott ihm gesagt, er soll anfangen zu geben, bis es weh tut. Wow, wir sind überrascht, was er tut. Da habe ich gesagt, und deine Berufung ist nicht, für dich selbst zu sorgen. Denn Gott sagt, suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Braucht man nicht selber sorgen, das kriegen wir. Seine Berufung ist, ein Heer von Lobpreisern auf der Welt freizusetzen. Amen. Und an dem arbeiten sie jetzt. Sagt der Mama, das ist es, Lobpreis ist es. Anbetung, Anbetung. Amen. Aber wisst ihr, Gott muss da oft so lange strecken. Den verlorenen Sohn, der musste bis zu den Schweinen hinunterkommen, bis er in sich ging und erkannt hat, alles vorher war Täuschung, Enttäuschung. Amen. Sei dankbar für jede Enttäuschung, die der Herr dir gibt, weil du bist wieder eine Täuschung los und näher der Wahrheit. Amen. Ja, alles sage ich euch nicht, weil jetzt hat mir Gott der Herr was gesagt. Was sage ich nicht? Halleluja. Der Herr sagt uns in der Offenbarung, das ist sehr klein geschrieben, ich finde meine Brillen nicht mehr, ich weiß nicht, ob der Herr mich heilen will oder auch eine neue Brille will, ich weiß es noch nicht. Aber es geht mir nicht schlecht. Mit dem. So, in der Offenbarung 2, 4, da steht, denke nun daran, mein Gott, wovon du gefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der, was? Der Nikolater. Na okay, der hast. Auch. Ist das jetzt wirklich das gewesen, was du gesagt hast? Ja. Also es geht um die erste Liebe. Es geht nicht um die Werke, es geht um die erste Liebe. Nein, ich muss euch sagen, ich habe schon 2-mal Flitterwoche gemacht mit Jesus. Ha, das war wunderbar. Der Herr hat gesagt, mach mal Flitterwoche, Maria. Einmal bin ich nach Mombasa geflogen und habe dort alleine eine Woche mehr Flitterwoche gemacht mit Jesus. Ich war noch nie so verwöhnt. Die Kellner haben mich umgeben. Verwöhnt wurde ich jeden Tag, hat mir jemand frische Blumen vor die Tür gestellt und einmal war ich in Israel. Herrlich. Macht's einmal eine Flitterwoche mit Jesus. Auch ihr Männer. Da, 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 da. Ihr müsst lernen zu empfangen, bevor ihr ordentlich gehen könnt. Halleluja. Ja, ja. Na, ihr Lieben. Ihr Männer, ihr glaubt, ihr müsst alles im Griff haben, aber Gott möchte dich in den Griff bekommen. Das ist ein großer Unterschied. Amen. Das ist auch die falsche Erziehung. Amen. In Jesus sind wir weder Mann noch Frau. Amen. Wisst ihr, wer mich gerufen hat zu predigen, wo ich so, Herr, ich bin eine Frau und ledig bin ich auch noch. Oder sag ich, ja, ich habe schon durch Esel gesprochen. Dann habe ich gesagt, Halleluja, wenn du durch Esel sprechen kannst, kannst du auch durch Frauen sprechen. Amen. Wir müssen nur schauen, dass wir das Richtige sprechen, okay? Aber der Herr hat uns Frauen ein besseres Mundwerk gegeben wie den Männern. Amen. Und das müssen wir benutzen. Ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Ha? Also ihr Lieben, es geht um die erste Liebe. Was ist dir am allerwichtigsten? Und was konkurriert mit der Liebe mit Jesu, muss sich beugen. Amen. Muss sich beugen. Weil alles andere wird euch dazugegeben werden.
Aber die Stelle, der Stellenwert muss stimmen. Amen. Ich habe meinen Kindern schon sehr früh gesagt, ich liebe euch sehr, aber ich liebe Jesus mehr. Wie sie reden haben können, Mama, liebe dich, aber Jesus mehr. Haben sie mir schon einmal gesagt. Amen. Auch in der Ehe, ihr Lieben. Auch der Partner darf nicht die erste Stelle haben, sondern Jesus. Und wenn beide Jesus an erster Stelle haben, dann sind sie dort. Amen. Jetzt seid ihr ein Zeugnis, gell? Jawohl. Ich sehe, wie Gott gearbeitet hat an euch. Heute seid ihr in Flitterwochen. Ja? Amen. Amen. Manche begleite ich schon Jahre. Amen. Der Herr möchte, dass wir alle flittern. Aber in erster Linie mit ihm. So, wer weiß, ich muss umkehren. Steh auf. Ich möchte Jesus die absolute erste Position in meinem Leben geben. Ja, auch wenn du es schon getan hast, kannst du aufstehen. Ich stehe. Immer wieder betonen, immer wieder freimachen unser Herz. Und dann betet mit mir bitte. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe für mich, dass du das Liebste gegeben hast, damit ich leben kann. Und Herr Jesus, danke für deine Bereitschaft, auch allen Gehorsam dem Vater zu geben. Bis zum Tod, damit ich durch deinen Tod erlöst werde. Und Vater im Himmel, durchforsche mein Herz. Zeig mir, wo da noch Wege der Pein sind. Ich will dir die erste Position geben. Komm und bezwinge mein Herz mit deiner Liebe. Damit du mich segnen kannst. Weit über mein Verstehen hinaus. Offenbare mir alle Täuschungen, denen ich aufgesessen bin. Damit deine Wahrheit mich ergreifen kann. Ich will dich als meine erste Liebe haben. Komm, Heiliger Geist, durchströme mich, bezwinge mich, erfrische mich. Komm in die tiefsten Lagen meines Seins, auch in mein Unbewusstes, in mein Unterbewusstsein und in mein Bewusstsein und verknüpfe mich mit deiner Liebe. Ich danke dir, dass du mich erhörst und dass du mich mit deiner Liebe bezwingst, die mich heilt, mit deiner Wahrheit freimacht, die mich freisetzt und mit deinem Leben erfüllst, das alleine die Fülle des Lebens bringt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Heute Nachmittag bitte ich euch, schreibt einen Liebesbrief an Gott. Und schreibt ihm mal einen Dankesbrief, okay? Und dann schreibt ihm auch, wo ihr seht, wo ihr mehr von seinem Wirken braucht. Amen. Legt alles in seine Hände. Ich garantiere dir, du bist in den besten Händen des Universums, wenn du das tust. Amen. Shalom, shalom. Halleluja. Wir wollen noch kurz für das Essen beten und dann gehen wir runter. Wir wünschen euch einen wunderbaren Nachmittag. Wer von euch wurde heute gesegnet hier? Haltet es fest. Liebesbrief nicht vergessen, jawohl. Dankesbrief nicht vergessen. Wollen wir noch für Maria beten, ja? Komm Maria, da kommt noch die Fülle noch von den Leuten zu dir. Vater, wir danken dir für Maria. Wir danken dir, dass du sie füllst mit allem, was sie benötigt. Sie soll als erstes gesegnet sein in Jesu Namen. Und die Dinge, von denen sie erzählt, es soll noch
hundertfach mehr werden an Segen, an Fülle, an Kraft und an Freude in ihrem Leben. Danke für starke Gesundheit, für starke Freude. Und sie soll richtig erfrischt werden heute wieder in Jesu Namen. Und Vater, wir danken dir für sie und wir segnen sie und ihren ganzen Dienst und das, was du durch sie getan hast in Jesu Namen. Vater, wir danken dir auch für diesen Nachmittag jetzt. Wir danken dir für Erholung, für gute Zeiten, Qualitätszeiten mit dir. Wir danken dir für diesen Liebesbrief und diesen Dankesbrief, den wir zu dir schreiben dürfen, Jesus. Und wir danken dir, heute Abend wird ein ganz starker Gottesdienst werden zu deiner Ehre. Und wir segnen jetzt das Essen, dass es uns dient zur Gesundheit und dir zur Ehre. Und alle sagen Amen. Amen. Gott segne euch.